Ja, hallo, liebe Kölner Unity. Zuerst wollte ich mich für die Unterstützung dieser Sendung bei Kölner Fleur bedanken. Und ich begrüße euch zur nächsten CATV News-Sendung aus dem Juli. Ja, schauen wir zunächst auf Deutschland. Was tut sich da? Der Richterbund warnt. Ja, die geplante Cannabis-Legalisierung soll nach Vorstellung des Gesundheitsministeriums natürlich auch die Justiz entlasten. Dem hat jetzt der Deutsche Richterbund widersprochen. Das Gesetz würde sogar eher zu einer Mehrbelastung der Gerichte führen. Die von der Bundesregierung geplante Cannabis-Legalisierung wird nach Ansichten des Deutschen Richterbundes, DRB, also nicht zu einer Entlastung der Gerichte führen. Also der Bund widerspricht damit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, in dessen Gesetzentwurf entsprechende Berechnungen enthalten sind. Die Annahme einer massiven Entlastung der Justiz ist völlig unrealistisch, sagte Bundesgeschäftsführer Sven Reben. Zu erwarten sei vielmehr, dass das extrem kleinteilige Gesetz in der Umsetzung zu hohem Kontrollaufwand, zahlreichen neuen Streitfragen und zu vielen zusätzlichen Verfahren vor den Gerichten führen würden. Unter dem Strich dürften die Pläne sogar eher zu einer Mehrbelastung für die Justiz führen, so der Deutsche Richterbund. Aufgepasst, Leute, Kiffen bleibt vorerst strafbar. Das bisherige Verbot von Cannabis hat nach Erklärung des Bundesverfassungsgerichts weiterhin Bestand. Also derzeit sind Anbau, Besitz und Weitergabe von Cannabis in Deutschland weiterhin strafbar. Nur der reine Konsum ist straflos. Amtsrichter Andreas Müller aus Bernau bei Berlin hält das für unverhältnismäßig und daher verfassungswidrig. Beim moderaten Gebrauch durch Normalbenutzer, Benutzerinnen sei Cannabis relativ ungefährlich und deutlich harmloser als der legale Alkohol. Und deshalb müsste zumindest der Besitz von geringen Mengen straflos sein, so Richter Müller. Da aber nur Karlsruhe über die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen entscheiden kann, legte der Bernauer Amtsrichter 2020 einen ersten Fall vor. Insgesamt musste das Verfassungsgericht nun über 13 weitgehend identische Vorlagen der drei Amtsgerichte Bernau, Pasewalk und Münster entscheiden. Die Vorlagen von den drei Amtsgerichten, die die Strafbarkeit von Cannabiskonsums als verfassungswidrig einstuften, lehnte das Gericht aber als unzulässig ab. Dabei bleibt es bei der Karlsruher Entscheidung von 1994. Danach ist es ein legitimes strafrechtliches Ziel, die Bevölkerung und insbesondere die Jugend vor den Gefahren von Cannabis zu bewahren, auch wenn Kiffen weit weniger gefährlich ist als vom Gesetzgeber ursprünglich angenommen. Ja, das Bundesverfassungsgericht überlässt die Entscheidung, ob Besitz oder Handel mit Cannabis legalisiert werden sollen, dem Bundestag. Jetzt ist also eine Entscheidung des Bundestages gefragt. Ja, man kann fast sagen, von Deutschland weiter nach Bayern. Ja, die Bundesregierung führt Öffentlichkeit offensichtlich in die Irre. Ist das nicht irre? Ja, das Gesetz würde den Schwarzmarkt da ja nicht, wie von der Ampelkoalition behauptet, eindämmen, sondern ihm sogar Vorschub leisten. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holtschek hat vor einer möglichen Ausweitung des Schwarzmarktes durch die Cannabis-Legalisierungspläne der Bundesregierung gewarnt. Wir haben den Gesetzesentwurf des Bundesgesundheitsministeriums für ein Cannabis-Anbaugesetz intensiv geprüft und lehnen das Vorhaben entschieden ab. Unsere zentralen Kritikpunkte mit Blick auf den Gesundheits-, Kinder- und Jugendschutz sowie auf die Suchtprävention bestehen nach wie vor und haben sich in dem jetzt vorliegenden Entwurf zum Teil sogar noch verschärft. Außerdem wären die Vorgaben für die geltenden Regeln in der Praxis kaum kontrollierbar, ne? Wo die Bayern doch so gerne alles kontrollieren. Aber ja, sorry. Holitschek weiter, die Grenzen zwischen Konsumenten und Kleindealer verschwimmen völlig. Das macht es in der Praxis unmöglich, Dealer zu verfolgen. Hinzu kommt, dass selbst der illegale Erwerb von bis zu 25 Gramm Cannabis auf dem Schwarzmarkt für Käufer künftig straffrei werden soll und das unabhängig vom Alter. Ich glaube, die haben da etwas missverstanden. Dies wäre geradezu eine Einladung an Konsumenten jedes Alters, sich besonders günstig, hochpotentes und damit anderen Substanzen vermischtes Cannabis über illegale Kanäle zu beschaffen. Genau deshalb wollte man eigentlich legalisieren. Aber gut, ja, also all das geht auf jeden Fall über den Selbstanbau zum Eigenkonsum weit hinaus und nützt im Ergebnis nur dem illegalen Handel. Also viel Text ohne Hintergründe oder Erklärung. Und ich bitte um Entschuldigung, dass ich bei diesem Thema ein bisschen emotional geworden bin. Ja, und nun weiter nach Österreich. Drogenvilla in Nobelbezirk entdeckt. Ja, die Polizei geht davon aus, dass die Tätergruppe bereits im Jahr 2021 aktiv geworden war. Also ein Hinweis des Bundeskriminalamtes führte die Sucht
Giftermittler der Grazer Kripo Anfang des Jahres schließlich auf die Spur mehrerer Personen aus dem Westbalkan. Ja, die vier serbischen Staatsangehörigen und ein Österreicher hatten ganze 5 Villen in Graz und Wien angemietet. Im Zuge einer ersten Hausdurchsuchung Ende März diesen Jahres seien einer 563 Quadratmeter großen Villa der 35-jährige Anlagenbetreiber gefasst und auf 4 Etagen eine riesengroße Cannabis-Indoor-Plantage sichergestellt worden. Dort wurden 9 Aufzuchtzelte, rund 1500 Pflanzen und dann noch 20 Kilo sogenannte Restware gefunden. Ja, rund 40 bis 50 Kilogramm dürften zuvor aus der Anlage gebracht und in Umlauf gebracht worden sein. In Wien hatte die Anlage ähnliche Größenordnungen, das heißt die kleinste Anlage hatte ca. 1000 Pflanzen und die größte war mit 1600 Pflanzen bestückt. Ja, im Zuge der Operation Wildgans konnten Kriminalisten und weitere Einsatzkräfte damit in Summe rund 63 Kilogramm Cannabis, zwischen 5500 und 7000 Cannabispflanzen sowie 41 Aufzuchtzelte sicherstellen. Dadurch errechnete man eine Verkaufsmenge von rund 1 Tonne Cannabis im Jahr. Ja, im Schätzen sind sie immer sehr gut. Deutschland steckt offenbar Österreicher an. Es geht diesmal übrigens nicht um einen Virus. Die Österreicher und Österreicherinnen sind einer kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene und überlizenzierte Geschäfte eher zugeneigt. Exakt die Hälfte der Befragten war in einer aktuellen Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Unique Research für das Nachrichtenmagazin Profil durchführte, für eine solche kontrollierte Legalisierung. Also 42% waren skeptisch oder klar dagegen, die restlichen 8% wollten keine Angaben machen. Ja, besonders hoch ist die Zustimmung absolut dafür, beziehungsweise eher ja, bei den unter 30-Jährigen mit 53% sowie bei Menschen höheren Bildungsabschluss 59% Personen ohne Matura halten sich die Zustimmung und Ablehnung die Waage. Die größte Ablehnung gibt es bei den Alten, also bei den über 60-Jährigen ist die vehemente Ablehnung am höchsten. 30% dieser Gruppe wollen auf keinen Fall eine Legalisierung die Abgabe von Cannabis. Die nächste Meldung kommt noch aus Großbritannien. Ja, beim bisher größten Einsatz, also nicht der in den Villen, der übersteigt das jetzt hier noch, gegen illegale Cannabisplantagen in Großbritannien hat die Polizei knapp 200.000 Pflanzen beschlagnahmt und rund 1000 Menschen festgenommen. Außerdem seien 20 Schusswaffen sowie 630.000 Pfund, also das sind ungefähr 750.000 Euro, sichergestellt. Das teilte die Polizeibehörde MPCC mit. Es habe sich um eine beispielslose Razzia gehandelt. Die Kriminellen hätten die Einnahmen aus dem Cannabisgeschäft für andere Straftaten wie Menschenhandel, Geldwäsche und den Import harter Drogen genutzt. Die beschlagnahmten Pflanzen sollen einen Wert von rund 120 Millionen Pfund, also ca. 140 Millionen Euro haben. Ja. Und die Schweiz macht wie immer gute Arbeit. Im Rahmen des Pilotprojektes Weed Care sind bisher 13 Kilogramm Cannabisprodukte verkauft worden. Also die Nachfrage nach dem Produkt mit der höchsten THC-Konzentration war am größten. Also bei Studienbeginn im Januar 2023 sei es zu keinem unerwünschten Ereignissen gekommen, teilte das Gesundheitsdepartement mit. Ein erster Zwischenbericht soll im Januar 2024 erfolgen. Plangemäß startete nach 5 Monaten die zweite Hälfte der insgesamt 374 Studienteilnehmer. Auch diese können in 9 Apotheken 6 verschiedene Cannabisprodukte auswählen. Ja, zum Einsatz kommen nach wie vor 2 Haschisch- und 4 Cannabisblütenprodukte des Schweizer Herstellers Pure Production. Ja, schade, dass hier nur ein Hersteller Platz gefunden hat. Naja, und nun gibt es noch eine Meldung aus der Schweiz. 2,7 Gramm Marihuana und 0,6 Gramm Haschisch, das stellten Grenzwächter im März 2019 am Bahnhof in St. Margareten bei einem Mann sicher. Zudem wurde ihm eine DNA-Probe entnommen. Die Staatsanwaltschaft St. Gallen warf dem Mann vor, die Drogen aus Österreich eingeführt zu haben. Zwar wurde der Beschuldigte vom Kreisgericht Rheintal freigesprochen,
da sich der Grenzübertritt nicht bewiesen ließ. Doch das Gericht ordnete, wie in solchen Fällen üblich, die Vernichtung der beschlagnahmten Drogen an. Dasselbe solle für die Filtertipps, Mundstücke, für selbstgedrehte Zigaretten gelten. Das Kantongericht bestätigte dieses Verdikt, wodurch der Mann beim Bundesgericht Beschwerde erhob. Ja, und diese Beschwerde, also der den Einzug der Drogen für unrechtmäßig befunden hat, ist jetzt durchgegangen. Also eine geringfügige Menge für den Eigenkonsum bestimmte Menge Cannabis dürfte nicht zur Vernichtung eingezogen werden, hält das Gericht in seinem am Montag veröffentlichten Urteil fest. Denn auch der Erwerb, Besitz und die Einfuhr von bis zu 10 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum seien nicht strafbar. Also das Bundesgericht verweist in seiner Begründung darauf, dass 2013 der Cannabiskonsum nur noch mit einer Ordnungsbuße geahndet wird. Der Wille des Parlaments sei gleichzeitig gewesen, dass der geringfügige Besitz von Cannabis straflos werde. Sprich, die Polizei darf einen Joint nur dann beschlagnahmen, wenn er gerade geraucht wird. Also im konkreten Fall müssen die St. Galler Behörden dem Mann das Cannabis zurückgeben. Die Filtertipps werden jedoch vernichtet. Ja, die Welt ist verrückt. Und hier noch eine rauchige Meldung aus Indien. Ja, auch im Mutterland des indischen Hanfes tobt ein erbitterter Anti-Cannabis-Krieg. Denn seit 1985 sind Marihuana und Haschisch illegale Betäubungsmittel. Ja, und wie überall auf der Welt zeigte sich die Polizei besonders engagiert, um die Prohibition durchzusetzen. Ja, es scheint fast schon eine Herzenssache der indischen Strafverfolgungsbehörden zu sein, die heilige Pflanze mit Stumpf und Stiel ausrotten zu wollen. Also der Polizeichef des indischen Bundesstaats Andhra Pradesh nimmt kein Blatt vor den Mund und bezichtigt verbotene maoistische Gruppierungen, die Ganja-Produktion voranzutreiben. Ja, und so kam es am Samstag auf einem Acker zum großen Showdown. Die Polizei verteilte insgesamt 200 Tonnen Marihuana und Haschisch auf mehrere Scheiterhaufen. Und der Polizeichef ließ sich die Ehre nicht nehmen, im Beisein von rund 1500 Schaulustigen als erster zu zündeln. Und das auf einem extra für die Schandtat ausgerollten roten Teppich. In seiner Rede von zahlreich erschienenen Medienvertretern sagte er, dass die Verbrennung dem im Ganja-Handel tätigen Netzwerk im ganzen Land signalisieren soll, dass die Polizei im Kampf gegen den Hanf alle Register zieht. Die Droge im Werte von mehr als 200 Millionen Rupien wurde laut Polizei im vergangenen Jahr in den Küstengebieten des Bundesstaates beschlagnahmt. Ja, nach offiziellen Angaben zufolge war die Vernichtung einer derart großen Menge Cannabis ein Novum. Als Vorsichtsmaßnahme wurden die Bewohner in der Umgebung aufgefordert, in den Häusern zu bleiben. Ob die das befolgt haben, man weiß es nicht genau. Glückwunsch nochmal an Cana Fleur für die Nominierung auf der Mary Jane für das Produkt des Monats, was wir sehen. In diesem Sinne, bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zur nächsten Sendung. Lasst euren Kommentar da. Bis dahin. Baba.